Und jetzt mache ich das, was ich von Anfang an hier quasi hätte machen sollen, als ich das erste Mal gespielt habe. Einmal rüber aufs andere Haus. Weil den Typen, der hier patrouilliert, den haben wir umgelegt. Und jetzt gehen wir in dem Haus hier nach unten. Da steht nur einer. Na, können wir nicht mitnehmen. Hüpp. Nö, den machen wir mit der 1 fertig. Zack. Ja, genau. So, und jetzt sorgen wir kurz mal dafür, dass die Lautsprecheransagen verstummen, denn hier unten im Keller ist nix. Da haben die Karten gespielt. Hier, so ein bisschen... Sag mal, was für ein Kartenspiel? Ich versuche das jetzt mal näher ran zu zoomen, aber... Was für ein Kartenspiel ist das? Oder haben die irgendwelche komischen Hellseher-Kartenspiel-Tricks gemacht? So im Sinne von, übt mal schön. So, weil jetzt kommt die Sache nämlich... Oh, wir haben Munition gefunden. Gut. Jetzt müssen wir da nämlich den Strom abstellen. Und wie man sieht, gibt es hier zwei. Und jetzt kommt's. Hat der nicht mitgekriegt. Hat der nicht mitgekriegt. Jetzt frage ich mich natürlich, gibt es hier auch eine Möglichkeit, den von hinten zu killen? Wir haben's. Naja, mehr oder weniger. Was war das denn jetzt? Oh, okay. Da bin ich wohl zu nah ran. Na, komm schon, durchsuch. Und jetzt kommt so dieses typische... Na, komm, machen wir hier mal kaputt. Zack. Ja, fällt nicht auf. Fällt nicht auf. So, Kommunikation unterbrochen. Okay, hier liegt nochmal eine Velrot. Das Blöde ist, die habe ich schon. Hier liegt nochmal eine Carcano. Und jetzt zeige ich euch hier, wenn man hier nach oben geht, kommt man aus dem anderen Haus wieder raus. Ja, zack, ich bin auf der anderen Seite. Da liegt die Leiche im Gang. Weil wäre ich nämlich hier runtergegangen, lalalala, dann hätte mich der Typ am Tisch hier, beziehungsweise der Typ da hinten hätte mich nicht gesehen, aber der Typ am Tisch hätte mich gesehen. Hab ich nämlich schon ausprobiert. Hat nicht geklappt. Gut, das heißt, hier haben wir soweit den Funk ausgeschaltet. Und ja, zeitlich gesehen sind wir ja schon wieder bei einer Stunde. Nee, noch nicht ganz. So, das hier ist jetzt quasi so ein Schleichparcours, damit man nicht auffällt. Sabotiere den Fuhrpark, yep. Hier, den Fuhrpark mit den Panzern. Müsste auch irgendwo einer sein. Nein, den da wollte ich. Ach Alter, jetzt hat er mir den Panzer markiert, den ich gar nicht markieren wollte. Weil wie gesagt, da ist einer und ein zweiter ist auch noch da. Der patrouilliert da rum. Könnte man jetzt natürlich einen auf Rambo machen und da einfach alles in die Luft sprengen. Oder man geht da hinten. Den Weg da hinten. Den da geht man hoch. Jetzt kommt's, da hinten ist nämlich ein Sniper. So, hier steht der mit dem Panzer. Da ist der patrouillierende Typ. Oder? Nee, das sind nur Säcke. Wie konnte ich nur Säcke mit einem Typen verwechseln? Na, auf jeden Fall irgendwo patrouilliert der, den werden wir schon sehen. Ja, aber gleich zeige ich euch mal den Sniper, der sich hier versteckt. Deswegen schleiche ich nämlich hier auch rum. So, ich muss mal gucken. Da ist der patrouillierende Typ. Okay. Wie auch immer die mich jetzt finden konnten. Weiß ich nicht. Das war wahrscheinlich der Sniper, der mich gesehen hat. Weil der ist nämlich ziemlich, ich sag mal in Anführungszeichen, gefährlich. Weil der sieht mich. Also habt ihr ja gerade gemerkt. Weil der ist da oben. Da. Da darf ich jetzt nicht hinzeigen, weil ansonsten sieht er mich. Außerdem blendet hier die Sonne, das heißt, hier sehen die einen sowieso ziemlich schnell.
Da oben ist der Sniper. Da. Da habt ihr ihn blitzen sehen. Da. Der schießt nämlich auch direkt auf mich. Da habe ich mich nicht gut genug versteckt. Weil es ist möglich, den Sniper quasi zu umgehen, dass der einen nicht sieht. So, ich glaube, da müsste ich mich mal hinschmeißen. Das heißt, das dauert jetzt ein bisschen länger. Hier ist übrigens auch ein Durchgang zum nächsten Areal. Aber ich darf mich jetzt vom Sniper nicht sehen lassen. Da, da hat er geblitzt. Habt ihr gesehen? Da oben ist der Sniper. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den mit dem Fernglas ranzoomen kann oder ob der mich sieht. Da ist er. Der müsste sich eigentlich... Jetzt dreht er sich weg. So. Und dieser Sniper ist gefährlich, weil wie gesagt... Da, jetzt blitzt es wieder. Jetzt würde er mich sehen, wenn ich mich bewege. Und ansonsten gibt es hier nämlich keinen Gegner. Also sprich, der Sniper ist hier oben der Einzige. Ja, zum Glück kann ich durch diesen fetten Baum einmal durchkrabbeln. So. Weil da oben steht auch ein Generator, der meine Geräusche verdeckt. Jetzt müsste ich hier eigentlich schleichen können, ohne dass der mich sieht. Nein, er sieht mich. Das war jetzt nicht so klug. Okay, jetzt hat er mich wieder nicht. So. Jetzt kann ich schleichen. Weil habt ihr ja gemerkt, der ist äußerst scharfschützig. Das heißt, der hat gute Augen. Der sieht einen. Also als ich das erste Mal gemacht habe, war der nicht so aufmerksam. Da hat er nicht gecheckt, dass ich hier bin. Aber naja. So. Den kriegen wir schon noch. Weil solange wir hier längs gehen, kann der uns nicht sehen, weil da sind Kisten und Fässer dazwischen. Den müsste ich jetzt halt nur von hinten umlegen. Weil hier oben ist, ja, also als Scharfschütze immer der Tipp, lasst euch Rückendeckung geben. Weil hier oben ist weit und breit keine Sau. Ich sag gerade weit und breit keine Sau und dann hört man irgendwo eine Sau. So. Nee, warten wir noch kurz, bis er in die andere Richtung guckt. Weil da hinten ist zum Beispiel einer, den können wir gut umlegen. Durch das Fernglas, 4 von 10. Ja, das gibt ein Achievement für Sniper umbringen. Schauen wir mal, was der dabei hat. So. Jetzt können wir hier einmal den Generator manipulieren, der übrigens dauerhaft kaputt bleibt. Nicht wie der andere Generator, der nur dreimal funktioniert. Der hier ist dauerhaft. So, und dann müssen wir gucken. Hier laufen nämlich Gegner rum. Da. Der einmal. Müsste hier auch irgendwo noch einer rumlaufen. Sehe ich jetzt gerade nicht. Oh, haben wir da ein bisschen Blut rumgespritzt? Das ist ja nicht so gut. So, das heißt, legen wir uns hier mal auf die Lauer. Okay, der Typ ist im Alarmzustand. Den hier hatte ich versehentlich markiert. Das Problem ist... Der da hinten. Den wollte ich. So. Das heißt, als erstes legen wir jetzt den auf dem Dach um. Der patrouilliert da hinten, der läuft zu dem Typen mit dem Panzer. Schießen wir ihm mal in den Arsch. Zack. Dann fällt er nämlich nicht nach vorne und ich wurde befördert. Weil wenn wir in den Kopf schießen, kann es sein, dass er über die Brüstung kippt. Aber schießen wir ihn in den Arsch, fällt er so nach unten. Das ist ein Vorteil. So, ich suche jetzt noch den einen, der hier irgendwo vor uns sein müsste. Und ansonsten... müsste ich jetzt abwarten, weil der hier steht... Den kann ich nicht einfach so umlegen. Die ganzen LKWs hier kann ich erst dann kaputt machen, wenn hier keiner mehr ist, sonst löst das Alarm aus.
ich könnte ja mal nachladen. So. Moment, warum dreht er um? Eigentlich hätte der weitergehen müssen. Okay, ein bisschen Z-Fighting da hinten. Ah, da ist noch einer. Ich wusste doch, dass ich einen übersehen habe. Deswegen, weil da zwei sind. Ich dachte schon, warum geht der eine nicht da zu dem hier hin? Also zu dem hier. Aber es liegt daran, dass da zwei sind. So, das ist nämlich das Problem. Die beiden gehen dieselbe Route. Könnte ich jetzt einen umlegen und den anderen... Die da hinten habe ich nie beide wirklich geschafft. Obwohl, geht der jetzt dahinter längs und der hier davor? Na gut, machen wir es mal. Zack. Und... Splosh! Oh. Tot. So. Jetzt muss ich nur noch... Wow, nicht mal eine Zeitlupe? Okay. Kurz durchatmen und dann den da umlegen. Der kriegt aber einen schönen Headshot. Zack, einmal mitten rein. So. Jetzt ist die Frage in dem Haus da. Jetzt weiß ich nicht, ob in dem Haus noch jemand ist. Oder ob davor jemand steht. Weil, folgendes. Hier unten irgendwo schleicht einer rum. So, das heißt, wir können den hier killen. Den da. Aber dann könnte man uns hören. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob der ihn dann sehen kann. Ah, jetzt hätte ich ihn umlegen können. Sieht er mich? Nö. Zack. Und... Pam. So, hier einmal runter. Ich weiß nämlich nicht, ob der da unten hochkommt. Oder ob der da unten bleibt. Hier irgendwo schleicht einer rum. Ich weiß nur gerade nicht, wo. Da ist er. Den habe ich jetzt natürlich nicht markiert. Aber das sollten hier dann eigentlich alle gewesen sein. Nein, du sollst nach unten gehen, Junge. Also in diesem Areal sind das jetzt noch nicht alle gewesen, aber in diesem Bereich hier. Was könnten wir ansonsten testen? Ich glaube, hier steht noch... Nee, keiner in der Tür. So. Weil den da oben haben wir umgelegt. Und wir haben noch kein Hauptobjective gemacht, also noch keine Kanone in die Luft gesprengt. Da ist noch einer, sag ich doch. Ich wusste doch, dass hier noch einer irgendwo steckt. Weil ich sag doch, da steht noch einer in der Tür. Eigentlich schade, dass wir das Sniper's Nest da oben jetzt nicht benutzt haben. Dann laufe ich gleich einfach mal hin. So, aber jetzt müssten wir hier alle haben. Das heißt, dann kann ich mich hier frei bewegen. Es sei denn, in dem Haus hier ist noch irgendwo einer. Von dem ich jetzt gerade nichts weiß. Habe ich da gerade jemanden pfeifen hören? Nö, ich sehe jetzt keinen.